Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT mit Kerstin und Carsten Rachfall. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Kommen wir zum nächsten Video aus meiner Reihe, wie ich eine Webseite auf SharePoint Online erstelle. Wir hatten den Einstieg, wo ich das Konzept erklärt habe, und wir hatten das zweite Video, wo es um die Farbgestaltung geht. In diesem Video, im dritten Teil, geht es jetzt darum, wie ich die Inhalte der ersten Startseite gestalte. Und Sie erinnern sich, wenn Sie das Video vielleicht gesehen haben, wenn nicht, ganz kurz nur, die Startseite soll der Punkt sein, wo die Leser direkt zu meiner Zielsetzung kommen, nämlich dass ich mein Buch promote und sie auch das runterladen und auch kaufen. Jetzt gehe ich auf den Administrator und bei dem Administrator gehe ich jetzt runter und sage Webseite bearbeiten. Hier sehe ich also jetzt die Webseiten, die ich habe. Vielleicht gehen wir einmal ganz kurz auf die Ansicht. Dafür gehe ich zurück von der Startseite und gehe hier mal in einem neuen Registerkarte öffnen. Das heißt, im Moment sieht so meine Startseite aus. Sie sehen hier die einzelnen Registerseitenkarten. Da habe ich schon mal so ein bisschen was getestet. Und wenn wir hier zurückgehen, dann sehen wir hier die Titel. Der erste Punkt, der mir jetzt hier nicht gefällt, ist der Name der Startseite. Und den möchte ich verändern. Dafür wähle ich die Seite an, gehe auf Eigenschaften und kann jetzt hier den Namen ändern. Im Moment nenne ich den Roman, nein, ich nenne den auch gleich Romani, weil wenn ich den einmal online gestellt habe, dann werden die Suchmaschinen auch darauf zugreifen und ich möchte natürlich auch, dass das dann so bleibt. Das heißt, der Seitentitel wird Romane, der Navigationstitel wird jetzt erstmal Roman sein und sich dann hinterher verändern. Suchmaschinenoptimierung, also auch hier, wer sich mit SEO sozusagen beschäftigt, kann hier praktisch Daten eingehen. Das erste ist, dass ich jetzt Schlüsselwörter eingebe, die hier gefunden werden. Also nicht gefunden werden, also worum es bei dieser Seite geht und die ich dann natürlich auch im Text der Startseite verwende. Wer zu dem Thema mehr wissen möchte, sollte sich einfach mit SEO beschäftigen, SEO beschäftigen, dann, dann kann er, weiß er vielleicht mehr, was er, worauf er da alles achten muss. Also ich gebe jetzt Wörter ein, die mit der Webseite was zu tun haben, worum es hier geht. So, jetzt sollte ich einen kurzen Text angeben. Das vielleicht auch nochmal ganz kurz zur Erklärung. Also wenn ich jetzt in der Suchmaschine eingebe, zum Beispiel Rachfall, dann sehen Sie hier unsere Seiten zum Beispiel und dieser Text, der da angezeigt wird, um den geht es jetzt. Der darf auch nur eine bestimmte Größe haben. Das haben wir mal austüfteln lassen und damit der dann nicht so Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen abgeschnippelt wird. So, und das mache ich jetzt hier auch. Schlüsselwörter nachher in Ordnung und das habe ich jetzt als Beschreibungsmeter gemacht. Sie suchen für Ihren Kindle, iPad oder anderen, sehen Sie, man soll immer lesen, E-Book-Reader-Stoff. Bei mir finden Sie Liebesromane zu fairen Preisen. Okay, damit habe ich die Seite jetzt beschrieben. Und Sie sehen, der Text hat sich jetzt auch schon geändert. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, dass wir diese Seite bearbeiten. So, fangen wir dann jetzt an. Hier oben sehen Sie in der Navigationsleiste Roman. Ich zeige Ihnen jetzt die Sachen, wie einfach das zu bedienen ist, aber dann die Texte und so, die fülle ich dann später rein und Sie sehen dann auch am Ende, wie die ganze Seite aussieht. Als erstes gehe ich jetzt hin, dass ich das hier lösche, das möchte ich nicht haben. Ich möchte hier die Startseite, da möchte ich jetzt einen anderen Text drin haben. Sie sehen, ich gehe jetzt einfach hin und schreibe los. Das nächste, was ich jetzt mache, ist, dass ich sage, die Farbe ist natürlich jetzt für mich total doof, weil man das so schlecht sehen kann. Also gehe ich einfach auf die Seite. Sie sehen hier ganz normal wie bei Word, wähle hier das aus und schon habe ich
meinen Text verändert. Hier kommt jetzt Inhalt hin und dann kann ich hier jetzt beschreiben. So, das nächste, was ich möchte das Format ändern. Ich möchte nämlich auch ein anderes Bild hier reinnehmen. Ich gehe auf Bild ändern. Sie können das Bild jetzt von Ihrem Computer hochladen. Ich habe das schon gemacht und ich kann das jetzt hier einfügen. Das nächste, was ich mache, ist, dass ich das ändere. Sie sehen, dass er das entsprechend verändert. Jetzt macht er das auf die gleiche Richtung. Das wollte ich nicht. Soll er noch ein bisschen schmaler machen? Das lässt er mich jetzt nicht machen. Doch, gehen wir das hier jetzt mal ein, auf welches Format ich das verändert haben möchte. Und schon passt das. Das schaue ich mir dann später nochmal an, ob das so von der Auflösung her für mich in Ordnung ist oder ob ich es dann noch ein bisschen größer mache. Vielleicht mache ich es schon mal auf 250. Ich habe ja auch ein bisschen an Text dann noch, was ich schreiben möchte. Gut, das ist der erste Teil. Das nächste, was ich gerne machen möchte, ich möchte hier einfach nicht meine Kontaktdaten angeben, sondern das nächste, was ich hier machen möchte, ich möchte mein Video reinfüllen. Und um das Video reinzufüllen, gehe ich jetzt einfach auf das Thema Video, wechsle auf meinen YouTube-Kanal, wähle hier das Video aus und jetzt möchte ich, natürlich das hinzufügen, also weiterleiten. Ich möchte ja praktisch das jetzt auf meine Home-Seite verlinken. Jetzt habe ich einmal eine Möglichkeit, eben Link zu versenden. Das möchte ich nicht. Ich möchte es ja einbetten. Dafür stellt er mir jetzt hier einen HTML-Code zur Verfügung. Hier kann ich jetzt noch sagen, in welcher Größe ich das haben möchte. Ich wähle hier mal die Variante aus. Ich kann aber auch eine benutzerdefinierte Variante dann in dem Fall eingeben. Ich versuche das jetzt einfach mal in der Größenordnung. Ich sage Ctrl Copy, gehe da rein, Ctrl V, drücke auf Vorschau, sage OK. Und Sie sehen, ja, es passt eigentlich schon ganz gut. Gefällt mir eigentlich schon sehr gut, wie das da aussieht. Kann jetzt auch auf das Video und dann kann er das abspielen und ich kann es jetzt auch vergrößern auf Vollbild und kann es wieder zurück machen. Also die gesamte Funktionalität, die ich jetzt so von YouTube habe, auch mit praktisch auf meiner Seite. Und das ganz einfach mit, ja, Paste und Copy. Gut, das nächste, was ich jetzt machen möchte, ich möchte natürlich eine Möglichkeit schaffen, wie die Leute dieses Buch runterladen können. Sage ich einmal neugierig geworden. Und das Bild will ich jetzt weg haben. Sage ich jetzt löschen. Jetzt gehe ich hin und füge von meinem Amazon-Shop das ein. Gehe auf mein Konto bei Amazon. Gehe auf mein Partnerprogramm. Sage jetzt, dass ich eben dann bei mir einen Link erstellen möchte. Weil meins jetzt im Moment noch nicht online ist. Das wird noch einen Moment dauern. Sage ich jetzt hier Link erstellen. Jetzt schlägt er mir vor, wie ich es haben möchte. Ich möchte hier dieses Bild haben mit diesem Text auch und mit den Sachen dann dabei. Sie können auch nur einen Text machen. Sie können auch nur ein Bild erstellen, wie Sie das eben dann möchten. Ich wähle Text und Grafik und könnte auch hier jetzt wieder die farbliche Darstellung ändern. Aber das lasse ich jetzt so und sage Control Copy. Jetzt muss ich hier ein HTML-Kästchen aufmachen. Control V. Füge das ein, könnte jetzt auch noch die Größe und die Weite ändern, sage OK und er hat es hier drin reingestellt. Passt das jetzt den Rahmen einfach jetzt mal an, damit ich hier mit meinem Text auch weitermachen kann. Hier kann ich jetzt sagen, Sie besitzen einen Kindle, Fragezeichen, und dann mache ich halt Text, 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 Text. Jetzt sage ich unverankert links, damit ich dann meinen Text hier schreiben kann. Das passe ich jetzt dann eben nochmal später an. Deshalb habe ich jetzt erstmal hier nur Text reingeschrieben, weil ich es natürlich optisch schon so ein bisschen gleichmäßig formen möchte. Jetzt gibt es zwei andere Geschichten, die für mich wichtig sind. Der eine Punkt ist, dass ich natürlich auch neben der Geschichte auch eine eigene Leseprobe anbieten möchte, beziehungsweise eben sagen möchte, dass man sich das auch kaufen kann bei mir. Und dann lösche ich wieder das hier. Und dann möchte ich gerne eben die Möglichkeit bieten,
wie die Leute auf das EPUB-Format, was ich dann selber zur Verfügung stelle, wie die das eben beziehen können. Das soll dann verlinkt werden oder ich weiß noch nicht genau, oder mit einer E-Mail-Geschichte geschickt werden. Das, was ich jetzt auf jeden Fall mache, erstmal, ich möchte, dass die Leute dann kaufen können. Und damit die kaufen können, gibt es ein sogenanntes PayPal-Gadget. So, und dafür muss ich mich als erstes natürlich in meinem PayPal anmelden. Und dann können Sie über mein Geschäftskonto einrichten. Da können Sie im Prinzip jetzt wählen, was Sie machen. Ich möchte im Prinzip jetzt eine Einzahlung machen. Das eigentlich, also ich habe jetzt keine Webshop-Geschichte oder sowas dahinter. Das müssen Sie ja dann entscheiden, wie Sie das machen und ob Sie es mit PayPal machen oder wie auch immer. Das kann man einen Einzahlungsbutton erzeugen. Und da sage ich eben jetzt kaufen, sage Duke. Mach für mich jetzt deine Referenznummer rein, sage, was der Roman kosten soll, kann jetzt hier noch Artikeleigenschaften und Preise eingeben, das möchte ich aber gar nicht. Versand habe ich auch nicht, könnte den Warenbestand erweitern, das möchte ich auch nicht. Das, was ich aber jetzt machen möchte, ist, dass ich eben die Bestellmenge, dass er die nicht ändern kann, weil ich praktisch nur immer ein Buch verkaufe in dem Fall. Kann aber einen Mitteilungstext machen. Lieferadresse kann er angezeigt haben, brauche ich aber auch nicht. Ich brauche eigentlich nur seine E-Mail-Adresse. So, und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann nämlich entscheiden, was passiert. Zum einen, wenn er abbricht und zum anderen eben, wenn er dann, also wenn er diesen Kauf fertig gemacht hat. Und wenn er den Kauf fertig gemacht hat, gehe ich jetzt nochmal zurück, möchte ich natürlich eine bestimmte Seite eingeben können. Sie sehen, das hier ist zum Beispiel die Default und da möchte ich zum Beispiel jetzt verschiedene Sachen angeben. Ich möchte nämlich hier einmal dann eingeben, dass er zu Duke zurückgeht. Ja, also da fange ich ihn dann auf, da könnte ich dann, mache ich dann noch eine Seite, wo ich dann ihn nochmal neugierig mache auf das Buch. Und wenn er den Kauf richtig gemacht hat, dann geht er zum Beispiel Kontakt Duke. Und dann könnte er da zum Beispiel, könnte ich dann diese Abwicklung reinmachen, dass er sich eben dieses Buch downloaden kann. Also was ich da von ihm brauche oder wie ich ihm das dann weitergebe. Gut, das ist eigentlich alles. Dann sage ich Button erstellen. Sie sehen auch hier ist jetzt ein ganzer Code hinzugekommen. Ich sage Control Copy, gehe auf meine Seite, füge das hier wieder ein, sage okay. Und Sie sehen, jetzt ist dieser kleine Button einfach so entstanden. Cool, oder? Also Sie haben hier jetzt alle Möglichkeiten, die Sie wollen. Sagen wir mal, ich mache das jetzt noch hier, dass ich den auf die unverankert rechts hinpacke. Und dann kann ich hier jetzt eben noch Texte ergänzen, dass es eben EPUB-Format ist und so weiter und so fort. Und jetzt würde ich das einfach nur noch von der Größe her ein bisschen zusammen anpassen, damit das ja gleichmäßig aussieht. Ja, das war es dann eigentlich schon. Wir speichern das jetzt, das ist ganz wichtig, damit mir nichts verloren geht. Und dann schauen wir schon mal an, wie das Ganze aussieht. Also so würde jetzt diese Seite aussehen. Sie sehen, es sieht jetzt alles ein bisschen unausgewogen aus. Jetzt müssen also die Texte rein und dann verändere ich das nochmal optisch, wie es mir gefällt. Das soll es aber jetzt zu diesem Part gewesen sein und wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Video zum Thema, wie ich meine Webseite anpasse. Was jetzt noch fehlt, ist zum Beispiel das Impressum. Es fehlt die Über-mich-Seite, sodass ich dann auch wirklich starten kann. Diese Reihe werde ich jetzt zügig weitermachen, weil Ende August soll mein Buch online gehen und dann möchte ich natürlich auch diese Seite wirklich online im Internet haben. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sie sahen einen Videocast der Rachval IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.